Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. Ihr habt es am Titel schon gesehen und erwartet natürlich jetzt hier ein Feuerwerk über die Fallschirmjäger und über die Panzerjäger. Das kriegt ihr ja sowieso immer. Trotz alledem müssen wir uns heute mit einem, ich sag mal, doch kontroversen Thema beschäftigen. Und ich glaube, der Kanal ist jetzt nun lang genug gewachsen, dass wir auch mal so ein paar, ich sag mal, Sachen aus der Geschichte rauskramen, die, ja, noch ein bisschen mehr zum Nachdenken anregen. Also was ist passiert? Der Thorsten ist ja in unserem Team jetzt mit dabei und der Thorsten ist ja von dem Kanal History und Hobby und hat da als Schwerpunkt die Fallschirmjägerei. Hat auch schon einige Videos gemacht. Hier seht ihr auch eigentlich jetzt ein bisschen Link zu sehen sein, wie er auf den Kanal kommt. Ich habe mir das schon vor langer Zeit angeguckt, was er da gemacht hat und hatte auch schon mal so ein bisschen damals so angefragt, ob wir was zusammen machen, und so ist es jetzt auch gekommen. Also der Thorsten ist jetzt mit dem Team und hat natürlich die Fallschirmjäger-Expertise ins Team mit hineingebracht. Ja, und das Thema, was wir jetzt heute mit der Hilfe von Thorsten oder was Thorsten quasi erstellt hat, so ist es ja, es geht um den Panzerjäger, Fallschirmjäger, Panzerjäger Friedrich Kurz und Kriegsverbrechen, die verhindert worden sind. Wir müssen uns also mit den Fallschirmjägern, mit den Panzerjägern in der Fallschirmtruppe, mit der Gesamtsituation des Krieges und der Fallschirmtruppe auf Kreta und anderen Kriegsschauplätzen befassen, deswegen sehr umfangreich oder umfangreicher. Und natürlich auch über Kriegsverbrechen und auch über den Befehlsnotstand müssen wir uns unterhalten. Das sind also sehr viele Aspekte, die, muss ich aber sagen, der Thorsten in seinem Text, und er hat ihn ja erstellt für uns, oder für den Kanal, sehr gut rausgearbeitet hat. Und das werde ich hier gleich versuchen, so gut es geht, vorzutragen. Viele Fotos und viele Informationen hat der Thorsten auch auf sein, ich sag mal, mit seinen Möglichkeiten recherchiert und zusammengetragen, an die wir normalerweise gar nicht rangekommen wären. Also deswegen, Thorsten hat da wirklich einen super Job abgeliefert und ich hoffe, ich kann das so umsetzen, dass das auch jeder versteht. Wie gesagt, kontroverses Thema, schwierig rüberzubringen, aber wir versuchen das einfach mal. Deswegen wird es auch wieder ein bisschen länger. Und wir haben uns dann gedacht, damit nicht wieder die Informationen vorne rein und hinten rausfallen, ne? Oder wie auch immer, machen wir wieder zwei Teile daraus, damit man das eine mal ein bisschen sacken lassen kann und dann nachher mit den ganzen Informationen in den zweiten Teil hineinsteigen kann. Ja, genug der Vorworte. Ihr wisst, worum es geht. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal mit den Fallschirmjägern, den Operationen der Fallschirmjäger und entsprechenden Kriegsverbrechen und deren Verhinderung befassen. Los geht's. So Leute, gehen wir mal ran an den Kameraden hier. Wie im Intro schon gesagt, geht es hier um den Oberleutnant Friedrich Kurz. Dieser ist geboren am 12. Februar 1915 in Pirmasens, wo er auch eine Ausbildung zum Maschinenschlosser in der Schuhfabrik absolvierte. Und da muss ich mich immer erinnern an einen Kameraden, mit dem ich zusammen, ja, bestimmte Lehrgänge gemacht hatte, und der kam auch aus Pirmasens und er sagte immer, das sind die Schlabbeflieger. Also ich konnte das irgendwie nicht so richtig wechseln, weil Norddeutsch ist anders, aber er meinte sicherlich, dass die Schuhe reparieren oder herstellen. Gut, also er war auch Jugendführer in der HJ und wurde 1936 zum Militärdienst eingezogen. Später schlug er die Offizierslaufbahn ein und meldete sich dann 1940 freiwillig zum Dienst bei den Fallschirmjägern. Da muss man natürlich auch wissen, dass die Fallschirmjäger eine Elitetruppe war, zu der Zeit auch eine neue junge Waffe, und natürlich wollten die jungen Männer alle dahin, oder viele auf jeden Fall. So, gucken wir uns mal die Auszeichnung an, die er hier auch auf dem Bild trägt. Also wir sehen natürlich im Knopfloch das Band zum Eisernen Kreuz zweiter Klasse und dann auf seiner linken Brustseite das Eiserne Kreuz erster Klasse. Die beiden hatte sich auf Kreta verdient, also bei dem Fallschirmeinsatz auf Kreta, und wurden, also die Auszeichnungen wurden auch direkt dort verliehen. Dann sieht man links darunter, Entschuldigung, das Erdkampfabzeichen der Luftwaffe. Das haben die meisten Fallschirmjäger durch den Erdeinsatz, so nennt man das, an der Ostfront verdient und konnten das dann auch tragen. Dann würde man sagen, schemenhaft sieht man noch das Fallschirmschützenabzeichen. Das haben ja alle Fallschirmjäger bekommen, wenn sie ihre Sprungausbildung absolviert haben. Und dann würde ich in der Mitte noch ein Verwundetenabzeichen sehen für Verwundungen, entsprechende Anzahl, wahrscheinlich ein silbernes, kein schwarzes, weil das hier doch ein bisschen mehr glänzt. Ja, und was da drunter noch ist, das kann ich jetzt leider nicht erkennen.
Ja, zum Fallschirmschützenabzeichen sei noch gesagt, da er ja ein Fallschirmjäger der ersten Stunde war, also 1940, hat er natürlich das Fallschirmschützenabzeichen bekommen. Ab 1944 haben viele Fallschirmjäger das nicht mehr erhalten, weil sie nicht mehr die Sprungausbildung absolvierten. Ja, auch an der Anzahl der Auszeichnungen kann man erkennen, dass das kein, ich sag mal, Etappensoldat oder Schreibstubensoldat war, sondern es war hier ein Kampf- und Fronterfahrener Offizier, der schon wirklich, ich sag mal, dabei war. Was noch interessant ist über den Mann hier, ist, dass er wohl der jüngste Kompanieführer der Fallschirmjäger beim Kreta-Einsatz 1941 war. Ja, bevor wir richtig konkret werden und die Ereignisse um Friedrich Kurz ansprechen, würde ich gerne nochmal auf eine Frage eingehen, denn es wird immer wieder gefragt, waren die deutschen Fallschirmjäger überhaupt an Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg beteiligt? Und die Antwort lautet ja. Leider wurden auch von deutschen Fallschirmjägern, wie von allen Kriegsteilnehmern, also das heißt die deutschen und auch alliierten Soldaten, Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg verübt. Ja, um das hier zu belegen, haben wir einen der bekanntesten Fälle rausgesucht, da dieser auch sehr genau dokumentiert und fotografisch festgehalten wurde und somit gibt es eigentlich keinen Zweifel am Hergang. Auf diesem Foto sieht man die Erschießung von 23 männlichen Zivilisten am 2. Juni 1941 in dem Dorf Kondomari auf Kreta. Das heißt, nachdem die Kämpfe auf Kreta schon beendet waren. Durchgeführt wurde diese Exekution von 25 Fallschirmjägern des 3. Bataillons des Luftlandesturmregiments 1 unter Führung von Oberleutnant Tribis, welcher für die Einnahme einer strategisch wichtigen Brücke auf Kreta das Ritterkreuz verliehen bekommen hat. Also EK2, dann kam das EK1 in der Wertigkeit, dann kam das Deutsche Kreuz in Gold und dann kam das Ritterkreuz. Also es ist schon eine hohe Auszeichnung. Trotz alledem geht es ja hier nicht um die Auszeichnung selber, sondern es geht um das Kriegsverbrechen. Dieser Oberleutnant Tribis ist später in Normandie, also am 27. Juli 1944, als Führer des 3. Bataillons des Fallschirmregiments 6 gefallen. Auf die genauen Umstände dieser Exekution wollen wir hier nicht eingehen. Das wäre viel zu umfangreich und auch wird man diesem sehr komplexen Thema nicht gerecht. Dafür müsste man nochmal ein extra Video machen. Nur so viel sei gesagt, diese sogenannten Vergeltungsmaßnahmen wurden durchgeführt, da sich Zivilisten oft auch als Freischärler bezeichneten und an den Kämpfen auf alliierter Seite gegen die Deutschen beteiligt waren. Und durch diese Beteiligung hat die Einheit von dem Oberleutnant Tribis besonders hohe Verluste erlitten. Hinzu kam auch noch, dass diese Art von Maßnahmen auf Kreta von der deutschen Führung legitimiert wurden. Also halten wir fest, leider wurden auch Kriegsverbrechen durch deutsche Fallschirmjäger im Zweiten Weltkrieg verübt. Gut, springen wir mal wieder zurück zu dem Friedrich Kurz und seinen Kampfeinsätzen. Also er war von Juli 1940, als die 2. Kompanie der Panzerjägerabteilung erstmalig in Salzwedel aufgestellt wurde, bis Dezember 1940 als Leutnant und Kompanieführer eingesetzt. Vorher gab es nur die PVK, also Panzerabwehrversuchskompanie. Erst ab 1940 wurde auch der Begriff Panzerjäger in den Sprachgebrauch der Wehrmacht eingeführt. Vorher sprach man immer nur von Panzerabwehr. Das heißt, bis 1940 wurde nur abgewehrt, eine eher defensive Formulierung. Und ab 1940 wurden Panzer auch gejagt, also eher eine offensive Formulierung. Die PVK hat 1939 am Polenfeldzug und 1940 an Einsätzen in Holland, zum Beispiel Rotterdam, teilgenommen. Aber Kurz kam ja erst nach diesen Einsätzen zu den Panzerjägern der Fallschirmtruppe. Wahrscheinlich hat er, wie viele andere auch, vorher in einer Heereseinheit gedient, aber darüber ist leider nichts bekannt, auch nicht über mögliche Einsätze aus dieser Zeit. Falls doch, gerne mal in die Kommentare schreiben, aber auch bitte eine Quelle mit angeben. Ja, von Dezember 1940 bis Mai 1941 führt er dann die Stabskompanie der Abteilung. Kommen wir zu seinem ersten bekannten Kampfeinsatz, und zwar auf Kreta im Mai 1941. Hier war er Kompanieführer der Stabskompanie der Fallschirm-Panzerjägerabteilung. Und das war sein Glück. Wäre er bei der 2. Kompanie geblieben, hätte er wohl den Kreta-Einsatz höchstwahrscheinlich nicht überlebt.
Nur ganz kurz zum Schicksal der 2. Kompanie der Panzer-Jäger-Abteilung, weil wir es gerade kurz angerissen haben. Die Kompanie sollte mit der leichten Schiffsstaffel per Boot auf Kreta anlanden. General der Fallschirmjäger Student sah keine Anlandung vor, jedoch hatte Hitler, also unser Gefreiter aus dem Ersten Weltkrieg, darauf bestanden, dass auch leichte Verbände per Schiff anlanden sollten. Und so wurde es dann auch umgesetzt. Am 21. Mai um ca. 23 Uhr kam für diesen Verband, diesen Schiffsverband, Kreta in Sicht. Jedoch wurden die Schiffsstaffeln von britischen Zerstörern und Kreuzern entdeckt und zusammengeschossen. Auch das Hissen einer weißen Fahne, veranlasst durch den Oberleutnant Wurzer, beendete das einseitige Gefecht nicht. Weiter suchten die Engländer per Scheinwerfer das Wasser ab und schossen mit MG und Maschinenkanonen auf die deutschen Soldaten in den Schlauchbooten oder die in Gruppen zusammen im Meer trieben. Tragisch ist auch, dass Leutnant Hilscher und Hauptfeldwebel Heise sich in dieser ausweglosen Situation auf ihrem brennenden Boot selbst erschossen. Erst durch heranfliegende deutsche Flugzeuge zogen die englischen Kriegsschiffe ab bzw. zogen sich zurück und ein italienisches Kriegsschiff kam den überlebenden Schiffsbrüchigen zu Hilfe und nahm sie auf. Wie schon gesagt, hatte Kurz Glück, dass er nicht dieses Schicksal erleiden musste. Das mal zum Thema Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Kommen wir jetzt aber wieder zu Kurz zurück und dem Luftlandeeinsatz seiner Stabskompanie auf Kreta. Die Lage auf Kreta, also der Angriff, hat am 20. Mai 1941 begonnen. An diesem Tage sind auch die ersten beiden Angriffswellen der Fallschirmjäger abgesprungen. Jedoch konnten die Fallschirmjäger aufgrund von Falschannahmen und vielen Schwierigkeiten nicht die Flughäfen auf Kreta erfolgreich besetzen. Das ganze Unternehmen Merkur, so hieß es ja, das heißt die Eroberung Kretas aus der Luft, drohte damit zu scheitern. Die Eroberung des westlichen Flughafens bei Malemé, und ich hoffe, man spricht es so aus, schien die noch einzige Möglichkeit für einen militärischen Sieg auf Kreta zu sein. Folglich hatte die deutsche Führung entschieden, alle auf dem griechischen Festland am ersten Tag verbliebenen und sprungfähigen Verbände inklusive Teile der Fallschirmpanzerjägerabteilung am 2. Tage, also am 21. Mai 1941, bei Malemé einzusetzen. Der Absprung für Teile der Panzerjägerabteilung unter Hauptmann Schmitz war auf 15 Uhr westlich von Malemé festgelegt. Nach Landung der Truppen wurden diese direkt in Kampfhandlung verwickelt. Also da war nichts mit, wir landen mal irgendwo, also springen ab, packen den Fallschirm zusammen, dann schmücken wir mal ein und geht's los. Nee, die sind reingesprungen und dann ging das sofort ab. Ja, Ziel war die Erstürmung der bekannten Höhe 107, da von dieser die Engländer das Flugfeld beschießen konnten und somit den Nachschub empfindlich gestört haben. Die Höhe 107 und das Dorf Malemé konnten noch am gleichen Tag von den Deutschen besetzt werden. Das nächste Ziel war Galatas, ein Küstenort etwas weiter westlich, welcher mit Unterstützung der Panzerjäger eingenommen werden konnte. Am 27. Mai erfolgte der Angriff auf Chania, also der Hauptstadt von Kreta, und die Soldaten der 1. Kompanie der Panzerjägerabteilung hissten als erste die Reichskriegsflagge auf dem Kirchturm von Chania und empfingen ihre folgenden Kameraden, also die nachrückenden Kameraden, mit Glockengeläut. Drei Beiwagenkräte des Stabes fuhren mit als erste in Chania ein. Im zweiten Beiwagen oder im Krat saß dann Oberst Ramke und in einem anderen Friedrich Kurz. Ramke, müssen wir mal googeln, sehr berühmter, bekannter Mann. Ja, aber wie es so kommt, ne, der Oberst Ramke war kein Fan von dem Hauptmann Schmitz, also dem Führer der Panzerjägerabteilung. Dies führte dazu, dass Ramke als höchster Offizier im westlichen Teil Kretas die Erfolge der Panzerjägerabteilung herunterspielte und somit die Panzerjäger kaum Erwähnung in den Berichten fanden. Wie die meisten Einheiten auch, hatten die Panzerjäger in den Kämpfen auf Kreta hohe Verluste zu bedauern. Dies ist also eine sehr, sehr komprimierte Darstellung der Ereignisse auf Kreta. Wenn wir das hinkriegen und mit Thorstens Hilfe werden wir da sicherlich nochmal ein extra Video drüber machen. Das kann auch dann bestimmt ein Dreiteiler werden, weil ich bin auch selber mehrmals auf Kreta gewesen und habe mir das angeschaut. Da ist schon echt eine Menge zu erzählen. Gut, so, die Fotos, die wir jetzt hier sehen können, sind großenteils unveröffentlichte Fotos aus dem privaten Nachlass von dem Oberleutnant Kurz. Zum Beispiel, wie er mit der U-52 auf dem Flug nach Kreta ist. Man sieht auch gut den Lauf hier seiner MP, welche er als Offizier trug. Die Mannschaften waren ja nur mit Pistolen ausgerüstet und mussten ihren Karabiner aus dem Abwurfbehälter nach der Landung bergen.
Zu den Abwurfbehältern habe ich auch noch eine schöne Geschichte. Es wurde mal so ein Lagerhaus ausgeräumt oder abgerissen. Ich glaube, das muss irgendwo im ehemaligen Osten gewesen sein. Und da standen irgendwie 30 Spinde und die wurden rausgeräumt. Und beim Rausräumen stellte man fest, dass das alte falsche Mega-Abwurfbehälter waren, die nach dem Krieg als Spinde benutzt wurden. Also natürlich sind solche Sachen unbezahlbar und der die dann abgefahren hat, hat da, ich glaube, einen guten Reibach mitgemacht. Das nur mal so am Rande. Ja, auf diesem nächsten Bild sieht man den Absprung der Fallschirmjäger über Kreta aus der Ju-52. Deutlich zu erkennen sind die Rundkappenschirme in Weiß und Oliv, welche sich leider damals nicht steuern ließen. Hierdurch gab es natürlich viele Sprungverletzte und leider sind auch einige Fallschirmjäger aufs Meer hinausgetrieben worden und vor der Küste dann ertrunken. Ja, warum war das so? Die hatten natürlich keinen Schnellverschluss und konnten eben aus diesem Geschirr raus, sondern die mussten sich da wirklich rausmühen. Und das war natürlich schwierig. Da war auch noch auf Kreta ein großes Wasserreservoir und da sind auch einige Fallschirmjäger drin gelandet. Ja, heute üblich natürlich Reserveschirme, die gab es damals nicht. Ich sag mal so, bei der Absprunghöhe hätte ein Reserveschirm auch nicht mehr viel genutzt, bis der dann aufgehen würde oder aufgegangen wäre, wäre man schon unten gewesen. So, schauen wir mal weiter auf die Fotos von unserem Kurz. Einige von euch haben sich sicherlich schon gefragt, womit sollen denn Panzerjäger der Fallschirmtruppe die gegnerischen Panzer bekämpfen? Also Panzerfäuste hatten wir da noch nicht und wir reden ja aber tatsächlich von Packzügen. Und so eine Pack kann ja auch nicht mit dem Fallschirm abspringen. Also diese Panzerjäger waren zu der Zeit mit der Pack 36, also unsere 3,7 cm oder Panzerklopfgerät oder Anklopfgerät, wie ihr das auch immer nennen mögt, ausgestattet. Und wie man hier auf diesen Fotos sieht oder auf diesem Foto sieht, wurde die Pack 36 zwischen das Fahrgestell der Ju-52 gehängt und an sogenannten Fünflingen, das heißt fünf Fallschirmen, abgeworfen. Auf Kreta wurden neben der Pack auch Kräder an Fünflingen abgeworfen, welche durch einen Stahlrahmen vor Beschädigung am Aufprall geschützt werden sollten. Die Kräder wurden dann teilweise als Zugmaschinen für die Pack genutzt, also die haben sich da schon was einfallen lassen. Ja, auf dem folgenden Foto sieht man auch den Gefechtsstand der Panzerjägerabteilung bei Galatas, nachdem die Kämpfe um Kreta beendet wurden. So, auf diesem Foto sehen wir nun den Oberleutnant Kurz, linke Person, vor dem Eingang des Gefechtsstandes der Panzerjäger. Und auf der Karte, die eingeblendet wird, könnt ihr auch noch erkennen, dass die Entfernung vom Gefechtsstand zum Dorf Kondomari, wo dieses Kriegsverbrechen eben stattgefunden hat, nur 12 Kilometer betrug. Also das, was ich am Anfang erwähnt habe. Das heißt, Oberleutnant Kurz hat sich in der Nähe dieses Kriegsverbrechens aufgehalten und wahrscheinlich war er auch darüber informiert worden. Außerdem gab es weitere Erschießungen von Zivilisten in anderen Dörfern. Das heißt, auch dieses Thema war ihm bekannt. Weiterhin glauben wir, dass Oberleutnant Triebes, welche die Erschießung der Zivilisten in Kondomari durchgeführt hat, und Oberleutnant Kurz sich mindestens flüchtig kannten, da sie beide im gleichen Kampfgebiet, Höhe 107, Dorf Malemé und so weiter gekämpft haben. Jedoch möchten wir klarstellen, dass weder Friedrich Kurz noch Soldaten seiner Einheit am genannten Verbrechen beteiligt waren. Aber vielleicht hat dieses Wissen über den Fall und die räumliche Nähe dazu sein späteres Handeln im gleich beschriebenen Fall positiv beeinflusst. Auch der Sohn von Friedrich Kurz vermutet, dass ein Kriegsverbrechen, an dem er nicht direkt beteiligt war, sein Handeln sicher auch beeinflusst hat, aber da kommen wir noch zu, das dauert noch einen Moment. So, jetzt schauen wir erstmal, wie ging es mit dem Oberleutnant Kurz weiter. Auf Kreta hat er nun noch das EK1 und EK2 für seinen Einsatz verliehen bekommen, das hatte ich am Anfang ja schon mal erzählt, also für Tapferkeit. Dann ging es wohl im Juni 1941 zurück nach Deutschland und zwar nach Schwerin zur Auffrischung der Abteilung und zur Neuaufstellung der 2. Kompanie, die, wie wir ja wissen, von den Briten zusammengeschossen und versenkt wurde, wenn man das mal so lapidar sagen darf. Ja, auf dem Rückweg hat er wohl noch die Akropolis besichtigt, diese Fotos aus seinem privaten Nachlass zeugen davon. Ja, und wie das immer so ist, der Krieg hat ja nun auch keine Pausen gemacht. Viel Ruhe wurde ihm und der Panzerjägerabteilung nicht gegönnt. Als Kompanieführer der 2. Kompanie ging es im September 1941 mit dem Fallschirmjägerregiment 1 und dem Fallschirmjägerregiment 3 an die Ostfront, kurz vor Leningrad, an der Neva.
Die 2. Kompanie mit Oberleutnant Kurz der Panzerjägerabteilung und das 2. Bataillon des Luftlandesturmregiments, so heißt es genau, unter Major Stenzler, griff am 30. September 1941 den Brückenkopf der Russen an der Neva an. Aufgrund des starken Nebels kam es zu Nahkämpfen Mann gegen Mann, ohne dass der Brückenkopf der Russen beseitigt werden konnte. Ein Fallschirmjäger der Panzerjägerabteilung berichtete hierzu: Von allen Seiten bekommen wir sofort Feuer, sowohl vom anderen Ufer als auch aus dem Wäldchen, wo die Russen stur in ihren Löchern und auf den Bäumen, auf denen sie vielfach angebunden sind, hocken bleiben. Und weiter ging es am 13. Oktober 1941, also nach der Verlegung in den Raum Schlüsselburg, drang eine russische Einheit, welche im Nachbarabschnitt durchgebrochen war, in ein Dorf ein, welches von den Fallschirmjägern besetzt war. Etwa 20 Rotarmisten besetzten mit einem Kommissar die Schule. Der Panzerjäger der 2. Kompanie berichtet hierzu Folgendes: Beim Vorgehen gegen die Schule, in der die Russen sitzen, fällt der Obergefreite Metzler. Von 3 inzwischen angesetzten Stoßtrupps wurde dann die Schule ausgeräuchert. Kennzeichnend für die Kampfweise der Russen ist, dass sie sich erst ergeben haben, als die Schule lichterloh brannte und der Kommissar sich eine Kugel in den Kopf gejagt hatte. Sicherlich kannte der auch den Kommissarbefehl. Ja, die Härte der Kämpfe spiegelte sich auch in den Verlustlisten wider. Vom 2. Bataillon des Luftlandesturmregiments, welches mit der 2. Kompanie der Panzerjägerabteilung zusammenkämpfte, fielen innerhalb einer Woche alle Offiziere durch Tod oder Verwundung aus. Der Bataillonskommandeur, Major Stenzler, funkte kurz bevor er am 20. Oktober 1941 auch gefallen ist, Folgendes: Feind ist demoralisiert, glaubt nicht an den Erfolg. Wir auch nicht. Stenzler. Ja, das ist eben dieses Führen von vorn gewesen im Zweiten Weltkrieg, dass die Offiziere tatsächlich vorne standen und dadurch natürlich auch sehr schnell in den Angriffen aufgerieben wurden. Ja, zu den harten Kämpfen kam noch, dass die Temperatur im November vorübergehend auf minus 30 Grad gesunken ist. Von knapp 7000 Fallschirmjägern galten bis Ende November 1941, das heißt innerhalb von nur 3 Monaten, 2887 als tot, vermisst oder verwundet. Das entspricht einer Ausfallquote von 41%. Und jetzt müssen wir uns auch nochmal so als Seitenhieb vor Augen halten: Das waren ja eigentlich Männer, die abspringen sollten, hochausgebildete Einzelkämpfer, die dann ihre Ziele erreichen sollten und dann halten, bis Ersatz kommt. Und die sollten ja eigentlich nicht wie der normale Lanze an der Ostfront, sag ich mal, ins Feuer laufen. Und das hat die Fallschirmjägertruppe natürlich ordentlich dezimiert. Ja, und das spiegelt auch wieder diese Antwort von einem Fallschirmjäger, der in seinem Ostfronteinsatz war und da später nochmal zu befragt wurde. Der sagte nämlich: Lieber 7-mal Kreta als 1-mal Neva-Front. So, Ende November 1941 wurde dann die 7. Fliegerdivision aus der Neva-Front herausgezogen, aber verblieb noch 10 Tage als Reserve im Raum Wiritsa, das ist südlich von Leningrad. Erst dann erfolgte der Bahntransport zurück nach Deutschland. Aber auch die 1. Kompanie der Panzerjägerabteilung, welche mit dem Fallschirmregiment 2 an der Mius-Stellung, das ist also Ostukraine, zur gleichen Zeit eingesetzt war, erging es auch nicht besser. Auch sie wurde, wie fast alle Fallschirmjäger-Einheiten, als Feuerwehr eingesetzt. Die Verluste waren entsprechend hoch. Von der 1. Kompanie, welche 230 Mann stark war, sind nur 35 unversehrt zurückgekommen, der Rest verwundet, gefallen oder vermisst. Ich denke, jetzt hat man eine kleine Vorstellung davon bekommen, was der Oberleutnant Kurz und seine Kameraden in den wenigen Monaten an der Ostfront wirklich durchgemacht haben. Und dann muss man auch mal sehen, was der gemeine Lanzer an der Ostfront erlebt hat oder durchlebt hat. Erst ging es nach vorne oder vorwärts und nachher ging es wieder rückwärts. Und das über Jahre. Also das, ja, das war nicht gut.
So, hier haben wir mal, ich sag mal, nicht ein dunkles Kapitel, aber ein schwarzes Loch will ich es auch nicht nennen. Aber wir wissen leider nicht, wie es in den nächsten Monaten mit dem Oberleutnant Kurz weiterging. Also, ich sag mal, ein schwarzer Fleck in der Akte. Er wurde im November 41 in Russland verwundet, das wissen wir, hat aber zu diesem Zeitpunkt die zweite Kompanie nicht mehr geführt und tauchte auch bis Mai 42 in keiner Stellenbesetzungsliste der Panzerjägerabteilung als Kompanieführer auf. Also wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Von Mai 42 bis Juli 42 hat er dann für 2 Monate die Stabskompanie geführt. Zu der Zeit hat sich die Panzerjägerabteilung wohl im Neuaufbau befunden. Dann gibt es wieder eine Lücke von Juli 42 bis Mai 43, in der er nicht als Kompanieführer der Panzerjägerabteilung auftauchte. Bekannt ist, dass die Panzerjäger von Oktober 42 bis März 43 an der Ostfront in den Abschnitten um Witebsk, also ich kann es nicht aussprechen, Witebsk, mir hat das letztens einer geschrieben, wie man das ausspricht, aber ich habe das schon wieder vergessen. Also Witebsk und Smolensk eingesetzt wurden. Teile der 7. Fliegerdivision wurden auch zur Partisanenbekämpfung eingesetzt. Ob Oberleutnant Kurz an diesem zweiten Ostfronteinsatz teilgenommen hat, ist zwar anzunehmen, wenn er wieder fronttauglich nach seiner Verwendung war. Aber mit hundertprozentiger Sicherheit lässt sich das nicht sagen. Auch hier die Bitte an euch, wenn ihr da was zu habt, gerne in die Kommentare, aber bitte mit Quellenangabe. Ja, 1.5.43, da kam es zur Reorganisation der Fallschirmtruppe und damit zur Umbenennung der 7. Fliegerdivision in die 1. Fallschirmjägerdivision und somit auch eine Umbenennung zur Fallschirmpanzerjägerabteilung 1. Die Abteilung wurde dann auch auf 6 Kompanien aufgestockt, wobei ab Mai 43 Oberleutnant Kurz Kompanieführer der neuen 6. Kompanie, der sogenannten SFL-Kompanie wurde, da diese mit Selbstfallerfetten 7,5 cm, also Marder 2, ausgestattet war. So, weg von der Ostfront, ab nach Italien, ist auch viel wärmer dort. Wir kommen jetzt zu den eigentlichen Geschehnissen in Italien. Damit ihr die Situation besser nachvollziehen könnt, beginnen wir nochmal kurz mit der Einordnung der militärischen Lage, weil ich glaube nicht immer, oder ich glaube nicht, dass alle, die sich das hier anschauen, echt genau wissen, wann was wo passiert ist. Also machen wir noch so ein bisschen mehr Informationen rein, damit man nicht noch mal nachlesen muss. Also am 13. Mai 1943 kapitulierten die deutschen und italienischen Truppen in Nordafrika und das war natürlich die Voraussetzung für eine Landung alliierter Truppen in Südeuropa, welche dann auch schon am 10. Juli 1943 auf Sizilien stattgefunden hat. Zu dieser Zeit, das heißt auf Sizilien, haben deutsche und italienische Truppen noch gemeinsam gegen die Alliierten gekämpft. Obwohl man sagen muss, dass sich gerade auf Sizilien sehr viele italienische Einheiten direkt ergeben haben, da diese keinen Sinn mehr in einem weiteren Kampf sahen. Schon am 22. Juli 1943 erfolgte dann die Einnahme von Palermo, also die Hauptstadt von Sizilien, durch die Alliierten. Nur 3 Tage später, also am 25. Juli 1943, setzte der große faschistische Rat den Mussolini mit einfachem Mehrheitsbeschluss ab, also Benito Mussolini, klar, Führer von Italien, ne? Am 8. September 1943 wurde der Waffenstillstand zwischen Italien und den Alliierten veröffentlicht, welcher 5 Tage vorher, am 3. September 1943, von Marschall Pietro Badoglio mit den US-Amerikanern vereinbart wurde. Die deutsche Führung hatte dies befürchtet und setzte noch am 8. September den Fall Achse um, das heißt die Besetzung Italiens durch die deutschen Truppen und die Entwaffnung der italienischen Truppen. Jetzt mal ganz kurzer Hinweis, also das Tagebuch von dem Bernhard Louis, also Marschieren, Krieg und Bohnenernte, das ich ja lese, vorlese, vortrage, da geht das auch um genau diese Zeit in Italien. Also wer da noch mehr wissen will, Marschieren, Krieg und Bohnenernte, da müsst ihr dann mal ran. Eine Info fehlt noch, und zwar Teile der 1. Fallschirmdivision und damit auch Teile der Panzerjägerabteilung 1 wurden bei den Kämpfen auf Sizilien eingesetzt. Die 6. Kompanie hat dann mit ihren Selbstfallerfetten mit Fähren nach Sizilien übergesetzt und wurde dann in der Ebene von Catania eingesetzt. Hier nimmt die Kompanie an Abwehrkämpfen und Rückzugsgefechten teil. Am 16. August 1943 wird die Kompanie als letzte Panzerjägereinheit Richtung italienisches Festland verladen. Ja, ich bin selber auch schon auf Sizilien gewesen, also mit Y-Reisen natürlich, und das ist wirklich ein schönes Fleckchen. Also wer da mal Urlaub machen will,
Der soll da auf jeden Fall mal hinfliegen. Ja, weiter im Text: Nachdem die Alliierten Sizilien zurückerobert hatten, landete am 9. September 1943 die 5. US-Armee im Golf von Salerno. Das ist also die Westküste Italiens. Und das ist hier auf der Karte zu sehen. Und das taten sie gleichzeitig an 4 Stellen. Man wollte ja quasi mit Italien die weiche Unterseite Europas nutzen, um in das Herz von Deutschland zu kommen. Hier wurden Teile der 1. Fallschirmjägerdivision und natürlich gehörte die Panzerjägerabteilung 1 dazu am Brückenkopf in Salerno eingesetzt, aber dann auch wieder zurückgenommen. Oberleutnant Kurz mit seiner 6. Kompanie kam hier nicht zum Einsatz. Dann baute die 1. Fallschirmjägerdivision eine Abwehrfront in Apulien gegen die im Golf von Tarent angelandete 1. britische Fallschirmjägerdivision auf. So, und jetzt mal aufpassen, also für alle die noch nicht richtig zugehört haben, jetzt wird es relativ konkret und entscheidend für die weiteren Ereignisse sind hier die italienischen Küstenorte Barletta und Trani. Und das auch nur zur Info, alle folgenden Fotos sind original aus dem Zeitraum, das heißt genau aus den Tagen der Geschehnisse und von dem Kriegsschauplatz in Barletta. Es gibt hierzu auch Filmsequenzen, welchen wir aber leider nicht nutzen dürfen, das hat ja immer was mit Copyright zu tun. Ja, also kommen wir mal zu dem Punkt hier. Am 11. September 1943 wird die Kampfgruppe Kurz zusammengestellt, welche aus 120 Mann, darunter auch versprengte Soldaten von anderen Einheiten, einigen Fahrzeugen und 3 Selbstfallerfetten besteht. Der Auftrag war, die italienischen Soldaten der Garnison in Barletta zu entwaffnen. Wir erinnern uns, 3 Tage vorher war Fallachse eingetreten. Da die Einheit wohl nicht mit großer Gegenwehr rechnete, denn es sollten ja nur die ehemaligen Verbündeten entwaffnet werden, was in der Mehrzahl der Fälle reibungslos ablief, fuhr die Einheit per Kolonne auf Barletta zu, an der Spitze eine Selbstfallerfette, da hatte man ja noch ein bisschen Schutz, dahinter der Kurz im PKW, dann wieder eine Selbstfallerfette und dann 2 LKW mit den Fallschirmjägern drauf. Ja, Heino Niehaus, ein Fallschirmjäger der 6. Kompanie der Panzerjägerabteilung 1, welcher im letzten LKW der Kolonne saß, schreibt dazu am 11. September in sein Tagebuch: Etwa 3 Kilometer vor Barletta plötzlich Geschütz und MG-Feuer. Die erste Selbstfallerfette hat einen Volltreffer. Obergefreiter Grümme und Esser tot. Auf Kommando Absitzen und Deckung springt alles von den Fahrzeugen und geht an den Straßenseiten in Deckung. Der PKW von Kurz dreht auf der Straße und fährt zurück. Inzwischen hat auch schon die 2. Lafette einen Treffer bekommen, der aber zu keinem Verlust führte. Die Auflage hatte aber einen Knacks bekommen, sodass die Lafette in den kommenden Tagen wohl schießen, aber nicht mehr genau zielen konnte. Das Feuer vom Stadtrand wird stärker, wir haben etliche Verwundete. Wir schwärmen aus und versuchen Verbindung zu halten. Hierbei kommt mir der Oberjäger Kluge entgegen, dem ein Auge ausgeschossen wurde. Wir rufen nach dem Sanni, der dann die weitere Betreuung übernimmt. Gleich darauf heißt es schon zurückziehen. Nach kurzer Pause erhebe ich mich und dann bin ich schon wieder bei den Kameraden. Auch den Oberfeldwebel Pusch hat es erwischt und Kurz soll auch verwundet sein. Unsere Verluste sind hoch. 2 Tote, mehrere Schwerverwundete, etliche Leichtverletzte. Eine Selbstfallerfette Totalausfall, eine Selbstfallerfette bedingt einsatzbereit, 2 LKW zerstört. Wir ziehen uns über Andria in Richtung Canosa zurück. Dort schlagen wir unser Lager neben der Straße auf. Esser ist tot. Heute Morgen stand ich noch mit ihm auf Wache. Ja, hier sieht man nun die Gräberkarte von dem Helmut Esser, also dieser Kamerad von dem Heino Niehaus, welcher im gleichen Gefecht gefallen ist. Als Ursache für seinen Tod ist hier Artilleriegeschoss Brust angegeben. Er liegt auf der deutschen Kriegsgräberstätte in Cassino, also quasi die Stelle, wo alle deutschen Soldaten, die im südlichen Teil des italienischen Festlandes gefallen sind, beigesetzt wurden. Ja, am nächsten Tag, also am 12. September 1943, wurden die deutschen Truppen verstärkt und es wurden am Morgen Luftangriffe durch 3 Heinkel 111 auf Barletta geflogen, welche einige Bomben abwarfen. Dann rückten die Fallschirmjäger links und rechts der Straße vor, aber es gab keinen Widerstand mehr und gleich zu Beginn konnten 50 italienische Soldaten gefangen genommen werden und gegen Mittag hatten sie, also die Deutschen, Barletta besetzt. Ja, insgesamt fielen in den Kämpfen 24 italienische Soldaten und 26 Zivilisten. Die Zahlen variieren abhängig von der Quelle.
Circa 1500 bis 2000 italienische Soldaten wurden gefangen genommen. Auf diesem Foto sieht man auch den Abmarsch der Gefangenen. Ja, nach der Einnahme von Valletta führten die Deutschen Durchsuchungen nach versteckten italienischen Soldaten durch. Hierbei gab es wohl Widerstand und es wurde wohl auch auf der Piazza Roma in Valletta ein deutscher Soldat tot aufgefunden. Dies war wahrscheinlich der Grund für die anschließende sogenannte Vergeltungsmaßnahme. Bei dieser Vergeltungsmaßnahme am gleichen Tag, also am 12. September 1943 in Valletta, wurden 10 Gemeindepolizisten und 2 Straßenkehrer wahllos aufgegriffen, vor dem Postamt aufgestellt und auf der Stelle erschossen. Das waren vorab die Geschehnisse in Valletta. Kommen wir jetzt zu den eigentlichen Informationen oder der eigentlichen Geschichte. Also am 14. September 1943 wird Trani ohne Widerstand von den deutschen Truppen besetzt. Die Fallschirmjäger verbleiben aber in und um Valletta. Und jetzt kommt es am 16. September zum entscheidenden Vorfall. 5 deutsche Soldaten sind von Valletta nach Trani gefahren, um Getränke zu kaufen, vermutlich Bier, nehme ich mal an. Auf dem Rückweg wurden sie wahrscheinlich von britischen oder kanadischen Soldaten und nicht durch italienische Resistenza aus dem Hinterhalt am Friedhof erschossen. Noch heute kann man die Einschusslöcher am Friedhofstor sehen. Dieser Vorfall führte dann dazu, dass Oberleutnant Friedrich Kurz mit Soldaten seiner 6. Kompanie den Befehl erhalten hatte, für jeden getöteten Wehrmachtssoldaten 10 männliche Einwohner zu erschießen. Also fuhr er mit seiner Einheit am 18. September, das heißt 2 Tage nach dem Vorfall, von Valletta nach Trani und seine Soldaten trieben 54 männliche Zivilisten auf dem Marktplatz zusammen, der heute Piazza della Repubblica genannt wird. Ich hoffe, ich habe das auch richtig ausgesprochen. Und wenn nicht, dann war das wohl falsch. Ja, an 2 Ecken des Marktplatzes wurde je ein MG aufgebaut und an der anderen Seite oder an den anderen Ecken standen Soldaten mit Maschinenpistolen und Karabinern. Also so kam da keiner weg. So, da war natürlich ein Riesenbohai. Also immer mehr Bürger der Stadt versammelten sich auf dem Marktplatz. Auch hier wussten die Bewohner natürlich, was in Valletta ein paar Tage zuvor geschehen war mit diesen Gemeindepolizisten. Und die hatten natürlich riesen Angst. Der Bürgermeister Giuseppe Papola und der Erzbischof Francesco Petronelli kamen hinzu. Der Bürgermeister und der Erzbischof setzten sich auf dem Marktplatz für das Leben der Geiseln ein, verhandelten mit Oberleutnant Kurz und plädierten für ihre Freilassung. Hierbei dolmetschte der Bildhauer Antonio Basi und der Obergefreite Felzaiti aus Meran. Oberleutnant Kurz gab an, die Wahrheit erfahren zu wollen, das heißt, wer für die Erschießung der 6 deutschen Soldaten aus dem Hinterhalt verantwortlich war. Die Situation drohte zu eskalieren, als einer der Geiseln, welcher nachträglich eigenmächtig hinzugekommen ist, aber erst nicht wusste, worum es ging, plötzlich weglief. Ein MG-Schütze feuerte und auch Heino Niehaus gab mit seinem Karabiner 2 Schüsse auf den Flüchtenden ab, jedoch wurde der Mann nicht getroffen und auch sonst keiner von möglichen Querschlägern in der Gasse verletzt, also auch ein kleines Wunder. Nachdem sich die Situation wieder etwas beruhigt hatte, beriet sich Oberleutnant Kurz mit seinen anderen Offizieren und gab dann im Laufe des Nachmittags den Befehl zum Abrücken, ohne die Geiseln zu erschießen. Danach verabschiedeten sich der Erzbischof von Oberleutnant Kurz per Handschlag und verließ den Marktplatz. Der Bürgermeister blieb dort, bis sich die letzte Geisel entfernt hatte. Lange war unbekannt, welcher deutsche Offizier den Befehl zum Abrücken und Freilassen der Geiseln gegeben hat. Die Italiener hatten vermutet, dass der damals unbekannte deutsche Offizier wegen Befehlsverweigerung erschossen worden ist. Erst durch Nachforschung von italienischer Seite wurde bekannt, dass es sich hierbei um Oberleutnant Friedrich Kurz handelte, welcher den Krieg auch überlebt hat. Für ihn und die Geiseln wurde eine Gedenktafel auf der Piazza della Repubblica aufgestellt, welche auch noch heute zu sehen ist. So, und nun kommen wir zu der Frage, warum hat Oberleutnant Friedrich Kurz den Befehl zur Erschießung verweigert? Die genauen Gründe für die Entscheidung sind nicht bekannt. Sein Sohn Fritz Kurz mutmaßt, dass sein Vater als Militär zwar ein harter Hund gewesen sei, aber auch ein Gerechtigkeitsfanatiker. Er habe sich wahrscheinlich an eine Erschießung erinnert, die er Jahre zuvor miterlebt hat. Dies könnte, wie eingangs beschrieben, auf Kreta, aber auch vielleicht in Russland oder nur wenige Tage vorher in Valletta der Fall gewesen sein. Laut anderer Quellen soll er sich später nochmal geweigert haben, eine Erschießung durchzuführen.
So, jetzt kommen wir mal zu einer Geschichte, da bin ich selber nicht so sattelfest und deswegen finde ich das natürlich super, dass ich selber durch diese ganze Videoreihe immer was lerne. Und die spannende Frage, die sich uns nun stellt, welche Konsequenzen hatte die Befehlsverweigerung für Oberleutnant Friedrich Kurz? Für die Befehlsverweigerung wurde Friedrich Kurz zwar nicht hart bestraft, allerdings auch nicht weiter befördert. Er war schon 1941 auf Kreta Oberleutnant und das blieb er auch bis Kriegsende 45. Eigentlich wäre da sicherlich noch der Hauptmann drin gewesen, wenn nicht noch mehr. Ja, nach anderen Quellen wurde er angeblich anschließend an die Ostfront strafversetzt. Bestätigt ist hier aber nur, dass Oberleutnant Kurz die 6. Kompanie noch bis Mai 44 am italienischen Kriegsschauplatz führte. Dann wurde er versetzt und Leutnant Schwarzer hat seine Kompanie übernommen. Auch Heino Niehus wunderte sich über die Versetzung und kennt den Grund dafür nicht. Festzuhalten ist, dass die Versetzung erst 8,5 Monate nach der Befehlsverweigerung stattgefunden hat. Und ob es hier einen Zusammenhang gibt, ist unklar. Jedenfalls verliert sich danach seine Spur und somit ist auch ein weiterer Russland-Einsatz nicht ausgeschlossen. Denkbar wäre aber auch, dass er zu einer Panzerjägerabteilung in einer neu aufgestellten Fallschirmdivision versetzt wurde. Man nahm ja immer erfahrene Frontsoldaten und packte die in neu aufzustellende Einheiten, damit die ihre Erfahrung mit einbrachten. Ja, aber die zweite wichtige Frage, die sich hieran anschließt, ist der sogenannte Befehlsnotstand und ist das nun ein Mythos? Bei Strafprozessen zu Kriegsverbrechen wurde der Begriff Befehlsnotstand von der Strafverteidigung gebraucht. Die Argumentation, wenn ich den Befehl nicht befolgt hätte, hätte ich mich dazustellen müssen und wäre auch erschossen worden. So wurde es ja gesagt. Wahrscheinlich wurde damit gedroht, aber es sind wohl keine Fälle bekannt, in denen deutsche Soldaten auch erschossen wurden, wenn sie Befehle zu Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung verweigerten. Üblich waren hierfür wohl eher Beförderungsstopp oder Versetzung oder ein Vermerk in der Akte für Auszeichnungen, ich weiß es nicht. Ja, was ist aus Friedrich Kurz geworden? Sein Sohn beschreibt ihn wie folgt. Friedrich Kurz war kein Widerstandskämpfer, sondern ein Militär im nationalsozialistischen System. Denk mal so, wie sehr viele Soldaten. Nach dem Kriegsende kam er schwer verletzt in ein Lazarett in Heidelberg, wo er seine spätere Frau kennenlernte. Mit ihr hatte er 3 Kinder und lebte bis 1963 in Neckargemünd. Später ließ er sich in Annweiler nieder, wo er als Verkaufsleiter in einer Schuhfabrik arbeitete. Erst mit 78 Jahren am 12. März 1993 in Annweiler verstorben. Ja, jetzt kann man nur die Frage stellen, war Friedrich Kurz ein Held? Was denkt ihr dazu? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja, wie immer am Ende, wenn ihr das Video interessant fandet, freue ich mich über einen Daumen hoch. Gerne auch Kommentare, weil es ja auch ein sehr kontroverses Thema. Ein Abo könnt ihr auch gerne dalassen, wenn ihr Lust drauf habt. Und wir werden diese Fallschirmjäger-Geschichte oder Geschichten weiterverfolgen. Denn, wie ich es am Anfang sagte, der Thorsten ist jetzt in unserem Team und das ist nun ein Spezialist für diese Bereiche der Fallschirmjägerei. Also ein YouTube-Kanal, History and Hobby, ist hier auch nochmal eingeblendet. Also da könnt ihr auch noch ein paar sehr interessante Videos euch anschauen. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und auf bald.